Das Star Wars Franchise hat vor allem Jedi in ihrem Kampf gegen die Sith begleitet, aber die Machtträger waren nicht die wahren Helden dieser ganzen Geschichte. Während der gesamten Star Wars-Reihe tobte ein Kampf zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht und ihren jeweiligen Nutzern. Dieser Kampf führt zu einigen der größten Tragödien der Serie, wie der Order 66, aber auch zu einigen der größten Triumphe, wie die Zerstörung des Todessterns. Während die Jedi immer im Mittelpunkt von Star Wars standen, war eine andere Gruppe für die Galaxis noch wichtiger. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht, zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit euch die wahren Helden von Star Wars beleuchten und ein bisschen auf Charaktere eingehen, die meiner Meinung nach in dieser ganzen Erwähnung einfach zu kurz kamen. Der Galaktische Bürgerkrieg und der Krieg gegen die Erste Ordnung wurden von der Rebellenallianz bzw. dem Widerstand geführt. Zu diesen Organisationen gehörten einige der mächtigsten Charaktere, die nicht machtsensitiv waren, wie zum Beispiel Piloten und Generäle, und ihre Fähigkeiten trugen entscheidend zum Sieg bei den Kriegen bei. Diese Rebellen und auch die Jedi waren jedoch nicht die wichtigsten Personen in der Galaxis. Die wahren Helden der weit, weit entfernten Galaxie waren viel gewöhnlicher als diese legendären Krieger. Jedi wie Luke Skywalker und Rey waren maßgeblich daran beteiligt, das Imperium und die Erste Ordnung zu Fall zu bringen, aber sie haben es nicht alleine geschafft. Sie hatten die Rebellenallianz bzw. den Widerstand im Rücken und ohne sie wären ihre Kämpfe absolut nicht zu gewinnen gewesen. Die Jedi mögen zwar für die entscheidenden Momente in ihren Kriegen verantwortlich gewesen sein, aber sie waren nicht der Grund dafür, dass diese Kriege gewonnen wurden, sondern die Allianz und der Widerstand. Ohne die Bemühungen ganzer Armeen würden die dunkle Seite der Macht immer noch über die Galaxis herrschen. Normale, alltägliche Bürger der Galaxie waren für jede Ära von Star Wars, von der Hohen Republik bis zu den Sequels, von enormer Bedeutung. Normale Menschen wie Joss und Pike Adrin, unbedeutende Kriminelle wie Cassian Andor und Marva und Menschen, die taten, was sie konnten, um zu helfen, wie Finn und Rose Tico, machten die Galaxie zu einem besseren Ort. Diese Menschen waren Abwracker, Minenarbeiter, Bauunternehmer und sogar Sturmtruppen, aber der gemeinsame Nenner, der sie verband und so wichtig für die Galaxie machte, war ihre Entscheidung, ihre ganze Kraft in den Kampf einzubringen. Ohne diese normalen Menschen wäre die Galaxis viel schlimmer dran gewesen. Normale Menschen waren für einige der erfolgreichsten Ereignisse in Star Wars verantwortlich. Die Bürger von Ferrix waren der erste Funke der Rebellion. Die Crew von Rogue One legte den Grundstein für die Zerstörung des Todessterns. Menschen wie Mon Mothma und Bail Organa konnten zwar nicht am eigentlichen Kampf teilnehmen, ermöglichten es aber anderen zu kämpfen, indem sie die Rebellenallianz gründeten. Das Imperium und danach die Erste Ordnung wären ohne ihre Arbeit und ihre Opfer niemals schwach genug gewesen, um von den Jedi zerstört zu werden. Ein Teil dessen, was die normalen Figuren in Star Wars so besonders und wichtig macht, war genau das, was sie vergesslich macht: ihr Mangel an Macht oder Fähigkeiten. Die Jedi hatten Lichtschwerter und unglaubliche Fähigkeiten, die ihnen von der Macht verliehen wurden, während die meisten Mitglieder der Allianz und des Widerstandes weder Zugang zur Macht noch Kampf- oder Pilotenfähigkeiten hatten. Die Jedi kämpften gegen die Unterdrückung, weil sie die Fähigkeit dazu hatten, während die normalen Menschen kämpften, weil sie es mussten. Luke und Rey erfüllten ihre Bestimmung, indem sie sich Palpatine entgegenstellten, aber der Durchschnittsbürger kämpfte einfach, weil er das Böse nicht unangefochten lassen wollte. Diese Entscheidung zu kämpfen, obwohl sie nicht dazu geboren wurden, großartig zu sein, unterstreicht die Tapferkeit der normalen Menschen in der Galaxie. Wenn Luke oder Rey ihr Licht verzündeten, konnten sie sich einfach auf ihre Fähigkeiten und die Macht stützen, und nur die größten Mächte stellten wirklich eine Bedrohung für sie dar. Wenn eher unscheinbare Charaktere sich entschieden, heldenhaft zu sein, liefen sie oft in ihren sicheren Tod. Diese normalen Menschen wussten, wie gefährlich die Kriege waren, in denen sie kämpften. Und sie wussten, dass ihre Überlebenschancen gering waren, aber sie kämpften trotzdem, und das ist ein wahrer Maßstab für Mut. In den Star Wars-Filmen ging es schon immer darum, sich gegen die Ungerechtigkeit zu wehren und sich für den Kampf gegen das Böse zu entscheiden, aber es geht noch viel weiter. Die Lektion, die alle Star Wars-Filme zu vermitteln versuchen, ist nicht die Fähigkeit, sondern die Bereitschaft selbst, im Angesicht der Gefahr heldenhaft zu handeln, bringt einen Menschen wirklich dazu, ein Held zu sein. Die Haupthelden der Serie haben diese Entscheidung getroffen, aber es gab auch Tausende von normalen Menschen in der gesamten Galaxie, die die gleiche Entscheidung getroffen haben, und ihre Entscheidung zu kämpfen war sogar noch mutiger.
Jedi wie Luke und Rey sind die beständigsten Ikonen von Star Wars und sie haben unüberwindbare Hindernisse überwunden, aber ihre Geschichten sind nicht besonders nachvollziehbar. Echte Menschen haben weder ein Lichtschwert noch die Fähigkeit, die Macht zu nutzen und sind oft nicht gut darauf vorbereitet, die heldenhaften Dinge zu tun, zu denen Jedis fähig sind. Die normalen Menschen in der weit, weit entfernten Galaxis vermitteln die größte Lektion von Star Wars viel effektiver als die Jedi, denn die Zuschauer können sich in den durchschnittlichen Rebellen wiedererkennen. Wenn jemand ohne Kräfte in einer von Jedi und Sith beherrschten Galaxis die Entscheidung treffen kann, das Richtige zu tun, dann kann das jeder. Mit der Fortsetzung des Star Wars Franchises werden die normalen Menschen noch wichtiger werden. Neuere Serien und Filme haben begonnen, weiter zu erforschen, warum gewöhnliche Menschen so wichtig für die Galaxie sind. Serien wie Endor haben bewiesen, dass die Geschichte ganz normaler Menschen und ihres Kampfes gegen Unterdrückung unglaublich fesselnd sein kann. Auch ohne Jedi. Aber was ist eure Meinung zu der ganzen Thematik? Schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo auf diesem Kanal, wenn dir das Video gefallen hat. Und ich hoffe, wir hören uns auch wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.